Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Saxonia unterwegs. Wir sind bereits in Folge 189 und ja, so schnell geht's, ne? Ja, ich möchte natürlich auch am Anfang, ne, falls jemand es nicht bis zum Ende schafft, ganz herzlich dafür bedanken, dass mich immer schon so freundlich unterstützt und würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt und auch wenn ihr neu dabei seid, mich neu unterstützt mit ne, dem berühmten Daumen, wenn euch die Folge gefallen hat. Abo wäre natürlich klasse und auch ein Share wäre schön. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Die haben wir alle ans Laufen gebracht, zwei Stück. Zwischen den Aufnahmen ist nur ein bisschen der Helfer noch gelaufen. Das heißt, ich fahre jetzt mal wieder zurück und lass ihn hier die Jungs nochmal abtanken. Einer müsste mir ja gleich entgegenkommen, schon relativ zeitig. Ja, da haben wir ihn. Das ist einer auf jeden Fall der Vollen. Und dafür muss ich auf jeden Fall auch komplett die Seite wechseln. Das mache ich jetzt auch mal. Oh, ich will die natürlich nicht möglichst oft wechseln. Deswegen werde ich den daneben auch gleich mal noch eine mitgeben, sozusagen. Ja, da hinten ist der auch ruhig. Also es sind echt nicht mehr viele Bahnen, die Jungs machen müssen. Aber ich schätze mal, was meine Vermutung richtig sein wird, dass wir ihn hier noch voll kriegen und dann wahrscheinlich noch einen auf jeden Fall mindestens anbrechen, wenn ich auch noch mal voll kriege. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Wir werden diesmal mal beim Abpumpen hier sozusagen mal live dabei sein. Die Hälfte aus dem ersten ist ja raus, damit wir halt die Jungs alle an den Start kriegen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den frisch gekauften Big Butt mit seinem 18 Meter Grubberwerk hier auf die andere Seite an den Start bringen. Da müssen wir mal schauen, wie gut und wie schnell die Jungs damit fahren überhaupt. Das heißt, was für eine Arbeitsgeschwindigkeit die haben. Obwohl, das müsste ich eigentlich sehen können. 16 fahren die ungefähr, okay. Ja, das geht, das ist nicht super flink, aber auch nicht langsam. Das sind also eindeutig Werte, mit denen man leben kann. Ist die Frage, ob wir noch einen dazu nehmen und ihn mittig ansetzen. Das ist jetzt so mein Gedanke, dass einer noch von der Mitte in irgendeine Richtung fährt und wenn er halt dann sich denn die zwei getroffen haben, dass sie dann den Rest nochmal sich auch nochmal teilen. Hätte natürlich was. Und wir würden auch vorankommen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir sehen, dass wir den anderen auf der anderen Seite ansetzen. Das werden wir jetzt gleich als nächstes machen. Da will ich einfach mal durchskippen, egal an was wir da vorbeikommen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist den da vorne noch abtanken. Und dann schauen wir mal. Ja, wenn wir ihn hier voll haben, dann sind wir bei bei 2,3 Millionen Liter Raps, die wir hier runtergebracht haben. Und da müssen wir mal gucken, was wir so machen können. Wir können natürlich noch eine Sache machen. Oh, ich habe eine Sache gar nicht geguckt. Fällt mir gerade ein. Wow, vielleicht stehen wir gerade ganz derbe da. Aber nein, das dürfen wir noch nicht. Nee, es muss auch nicht geflügt werden. Ich wollte mich gerade ein bisschen selber nervös machen. Ist mir gelungen, muss ich sagen. Hat gut geklappt. Glückwunsch. Eine Variante, die man natürlich machen könnte, ist, bevor man das Ganze jetzt hier sieht, auf dreifach Düngen noch umzustellen und dann die Kartoffeln zu machen. Das heißt dementsprechend, wir düngen ja auf jeden Fall mindestens einmal schon, wenn wir den Part da überbügeln gleich und dann müssen wir einfach noch zweimal mit Streudünger hinterher. Und sollten eigentlich eine bedeutend höhere Kartoffelernte kriegen. Das heißt, dass wir hier mal sehen können, was 161 Hektar Kartoffeln im Max bringen können, sozusagen. Ja, ihn lasse ich jetzt hier stehen. Er macht hier anscheinend munter seine Bahn. Das ist schon mal gut. Er ist voll. Nach dem Preis können wir gucken, wenn wir den nächsten auch am Start haben. Ich hatte ja gesagt. Ah. So, einmal schnelle Durchblinken durch das ganze Feld. So, hier nach den Zügen dürften wir ihn gleich wahrscheinlich als erstes haben. Da haben wir ihn auch schon. Und das ist der neue, frische, saubere Big Butt, um es mal so auszudrücken. Den werden wir jetzt hier mal eine Runde ranklemmen. So.
Ja, und auch der Bettner, den gibt es tatsächlich auch in sauber, wie ihr seht. Gut ist, dass er sich in der Kurve ein bisschen verzieht. Das finde ich witzig. Seht ihr? Die eine Seite ist eher vorne wie die andere und jetzt zieht er sich wieder gerade. Super coole Sache. Sehr schön gemacht jetzt. Das DLC, kann ich anders sagen. Es gibt zwar auch sehr viele schöne Mods, klar. Das steht außer Frage, aber ich muss zugestehen, die Big Butt Geschichte ist durchaus gelungen. So. Ja, ne? Jetzt haben wir den Weg vor uns und den müssen wir auch fahren. Da kommt nichts dran vorbei. Wir müssen sehen, dass wir den Kram da hinkriegen. Auch die Drescher, wenn die jetzt voll sind, sind eigentlich nicht interessant, weil die sind noch gar keinem im Weg. So einfach ist das. Also ich werde jetzt auf der äußersten Spur ihn hier ansetzen. Dafür werden wir jetzt hier den privaten Bahnübergang nutzen. Ich werde jetzt hier auch geradeaus fahren und dann am der anderen Seite auch für Anfeld 1 vorbeifahren. Tut ihm keinen Abbruch, egal wie rum ich fahre. Und dann gucken wir mal. Ja, dreifach düngen. Das ist jetzt die Idee. Das ist die Steigerung für alles. Das ist also nicht nur die Steigerung, dass wir jetzt Kartoffeln nehmen, was ein bedeutend höheres Erntevolumen ausmachen würde, sondern auch tatsächlich das. Wir haben 4 Abfahrer, das heißt, wir werden 4 Kartoffelernter dementsprechend nehmen. Mit den Vorbauten. Es werden Mods sein, das kann ich schon sagen. Die Kartoffelernter sehen im Prinzip genauso aus wie die Ernte für die Rüben. Und es geht vom Volumen her ein bisschen mehr rein, weil zwischen den Rüben ist ja mehr Luft. Und wenn man das die Literzahl auf die reine Frucht an sich und die Größe rechnet ohne den Zwischenraum, dann hat er nicht 45, sondern 60.000 Liter in seinem Tank. Das wird der Kartoffelernter sein. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das denn so hinhaut. Da können wir mal schauen. So. Ja, da kommen schon die Meldungen, wer alles so voll ist oder fast voll ist. Aber wie gesagt, das muss ich jetzt ignorieren. Wir müssen echt die Sache in Arbeit kriegen, sonst. Wir wollen ja wenigstens die Seemaschinen dann am frühen Morgen dann auf jeden Fall anmachen. Begründung ist natürlich ganz einfach. Ich möchte natürlich auch 24 Stunden später am frühen Morgen die Ernte beginnen. Weil die Ernte wird keine kurze Ernte sein. Und wir werden auch gut beschäftigt sein, was die ganzen Kartoffelgeschichten angeht. Weil ihr wisst selber, wie ich es jetzt hier mache. Ich arbeite nur mit dem erweiterten Standardhelfer, heißt einfach, die Helfer haben Namen und ich kann mehr wie 6 benutzen, mehr ist es ja nicht. Funktioniert übrigens super, trotzdem ist natürlich auch ein Mod allerdem. Das heißt, glaube ich, Hired Helper Tool oder so. Bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, so in der Richtung. Falls jemand danach gucken möchte. Das ist einfach nur die Standarderweiterung, dass man überhaupt mehr wie 6 machen kann. Was auch dann relevant ist, wenn man Curseplay anmacht, weil man, wenn man tatsächlich alles mit Curseplay in tausendfacher Art und Weise machen will, man trotzdem bei 6 Stück Schluss ist. Es sei denn, man hat dieses Hired Helper Tool an. So viel ich weiß, also ich habe es noch nicht ausprobiert ohne, aber ich habe das Hired Helper Tool eigentlich immer an. Weil mich stört auch dieses A, B, C bei den Fahrern. Die sollen halt da Maren heißen, so wie die unten auf der Minimap gerade zu sehen ist. Rumlungert, da konnte mich gerade der andere Big Butt an sozusagen. Können wir rüberfahren? Ja, da ist er schon auf dem Rückweg, hat auch schon schön Streifen gezogen. Gute an der Geschichte ist, wenn der erstmal ein bisschen unterwegs ist, noch 2-3 Bahnen, dann werde ich da die eine Seemaschine wahrscheinlich hinterher schmeißen. Und wie gesagt, die Kartoffelernte an sich werde ich dann irgendwie morgens 5, 5:30, wenn es ein bisschen hell wird, dann starten und zur Not auch einen Tag vorspulen oder halt den Tag mal die ganzen anderen Arbeiten erledigen, die man noch so hat. Ja, die Drescher stehen hier alle vorne voll, da mache ich jetzt auch kein Hehl draus. Ich sagte ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir hier
ein bisschen ankommen auf der anderen Seite. Und wir werden auch irgendwann einen hier noch in der Mitte ansetzen. Das heißt in der Mitte, also ein Stückchen zurück noch, aber halt da ansetzen, wo ich gerade eben vorbeigefahren bin. Da wird es dann wohl noch einen dritten geben. So, ja, 32 ist nicht der Renner. Hier stehe ich zu, ist aber auch kein Renner, ist ein Arbeitstier. Also ist es, ne? Der ist auch nicht auf der Straße zu Hause, sondern der ist halt auf dem Feld zu Hause. Ne? Sieht man erst der kleine Bullige sozusagen. So, da kommt noch ein Fahrzeug um die Kurve und dann kommt erstmal ein ganzes Stück nichts. Muss ich natürlich wissen, wie man auseinanderfalten. Obwohl eigentlich relativ genügsam auseinanderfällt, das geht. Auseinanderfaltet, das geht. Ich werde jetzt hier schon mal trotz alledem so ein bisschen gucken. Von hinten kommt hier so keiner. So, der fährt jetzt in dem Moment vorbei. Und dann werde ich jetzt hinter ihm den Spaß hier ausklappen, unseren frischen neuen Bettnatz. Da ist die große Mauer. Und da klappt sich die Mauer weg. So einfach ist das Ganze. Ein wunderbares Gerät. Wäre mal schön. Man kann immer noch vernünftig mit lenken, was natürlich auch nicht weg ist. Ne? So. Ja, das sieht, glaube ich, ziemlich gut aus. Ich mache ihn mal an. Ja, macht genau bis zur Kante. Und ja, bleibt nicht stehen. Mehr wollen wir gar nicht. Ne? So einfach ist es. Gut, ja, den gebe ich noch ein bisschen Vorsprung. Die Jungs müssen jetzt tatsächlich mal dann auch leer gemacht werden. Das ist der, der nach Hause kann. Das ist der, der eigentlich noch nach vorne fahren müsste zum Tanken. Ich muss mal gucken, wie, irgendwas hakt da schon wieder. Der will da nicht lang fahren, der Spack. Das will auch nicht mehr rückwärts fahren. Will er im Kreis fahren? Auch nicht. Er kippelt, er macht, er tut. Ich weiß jetzt echt nicht, was er hat hier. Warum er hier nicht auch nur in irgendeiner Richtung irgendwas machen will. So, komme ich mit jetzt mit ihm irgendwie rausgefahren? Ja. Das ist eine komische Geschichte. So, ich fahre jetzt mal mit ihm hier an der anderen Seite ran. Wow, okay, da bin ich noch ein bisschen dicht rangefahren, das gestehe ich zu. Jetzt hüpft und springt hier alles. Vielleicht liegt es auch am anderen Fahrzeug, ich weiß es nicht. Auffüllen, ja, er macht auf jeden Fall die richtige Seite jetzt, das ist okay. Das wollte ich eigentlich auch erreichen. Die beiden Jungen stehen fertig hintereinander, der kann nach Hause. Der kann nach Hause, der ist voll. Und der soll dafür sorgen, dass die Jungs hier nach Hause kommen. So, gut. Du hast eine ganze Menge Bahn vor dir. Dich hier hinten pumpt mal als erstes ab. Du bist auch der, der am weitesten hinten ist, glaube ich mal. So viele Spuren sind gar nicht mehr. Es sieht also danach aus, als wenn sich gleich vielleicht noch was trifft. So, da er jetzt gleich voll ist, werden wir mit ihm eine Runde losfahren. Und die beiden Big Butts sind ja am Arbeiten und wir haben ja noch eine ganze Menge so zu tun. Dann werde ich jetzt den Spaß mal laufen lassen und fahre hiermit einmal zur Biodieselanlage. So ist die Idee. Ja, das hier dürfte dann, wenn ich mich nicht tue, 2,3 Millionen Liter Raps sein, die wir hier runterholen. Bevor ich natürlich jetzt die Sämaschinen oder irgendwas anmache, werde ich dann noch auf die tatsächlich auf die Dreifachdüngen-Variante umschalten. Und dann werden unsere Streudünger noch mit zum Einsatz kommen. Die werden wir dann in den verschiedenen Phasen der Reife dann noch mit drüber jagen müssen. So sieht es aus. Ja, das Gute ist, dass die beiden hier gleich am Anfang vom Feld stehen gleich.
Und jeder im Prinzip noch seine Spur zu Ende fährt. Der eine fährt dem jetzt einen jetzt schon entgegen. Das ist alles okay, das passt. So, auf zur Biodieselanlage. Ja, schauen wir noch mal. Entschuldigung wegen dem Geräusper, aber sind sehr viele Frösche unterwegs. So. Ja, wir werden aber wahrscheinlich auf jeden Fall noch mindestens eine Mitte ansetzen können, sonst brauchen wir unsere ganzen Seemaschinen eigentlich theoretisch gesehen gar nicht. Ja, schon, wir könnten eine leer fahren und dann die nächste da ansetzen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Eigentlich müssten wir sogar mit zwei weiteren Big Butts von der Mitte aus den Kram noch angehen. Weil, wie gesagt, das dauert natürlich auch eine ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier rumgefahren bin. Kann mir noch mal jemand erklären von euch, aber ich weiß es nicht. Es war wahrscheinlich einfach eine Reflexfahrt. So, ja, aber auf meiner Reflexfahrt hier, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es leider schon wieder soweit. Ja, was soll ich sagen? Wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Daumen nach oben würde ich toll finden. Und würde mich natürlich auch über ein Share und über ein Like dementsprechend freuen. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei allen, die mich jetzt mal schon fleißig unterstützen. Und ja, so sieht das aus. Hier fahren wir noch und noch ist es nicht so weit. Ich zögere es noch hinaus, noch ist die Folge nicht zu Ende. Schaffen wir die Kurve in dieser Folge noch? Ich sag mal ja, weil ich mach's einfach nicht voraus. So. Weiß ich wenigstens halbwegs, wo ich hin wollte. Wow, okay, wow. Und Drift auch noch in der letzten Kurve. Schön einmal rumgedriftet. Das hat doch mal was. Kommt davon, dass ich vielleicht so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen schnell war. Mach sein. Aber, wie gesagt, wir sind leider am Ende. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis morgen.